Heute das große Zündspulen-Spezial. Ja. Vielen lieben Dank nochmal für den Tipp. Den habe ich auch von einem YouTube-Nutzer bekommen. Und wieder mal ganz schön interessant, dieses ganze Thema. Na, welches Potenzial da eigentlich in Zündspulen drinsteckt, das hätte man sich da manchmal gar nicht träumen lassen. Ja, zuerst geht es etwas um die normalen Zündspulen, wie sie aufgebaut sind. Bam. So sind die dann eigentlich aufgebaut. Ne? In der Mitte eine ganz, ganz feine, mit mehreren 10.000 Windungen gewickelte Hochspannungswicklung und außenrum die Primärwicklung, die dann an die Batterie angeschlossen wird. Ja, das ist das normale Prinzip. Ne? Und je heftiger da der Blitz ist, desto besser kann dann dieses Gemisch, was da verbrannt werden soll, eben verbrannt werden. Ne? Also je größer der Blitz, desto besser scheint es zu sein. Ja, das ist dann nochmal das Schaltbild, wo dann so eine normale Zündspule hier dann mit einem normalen Kondensator, einem Hochvoltkondensator, ja, 30 kV brauchen wir da schon ungefähr, zwischengespeichert wird. Als einfachstes Setup sieht es dann so hier aus. Ich glaube, da kann man mittlerweile auch schon seine Autos mit tunen. Bringt ein bisschen was, ein kleines bisschen was, aber so richtig effektiv wird es jetzt erst spät. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Grunde geht es darum, an der richtigen Stelle eine Hochvoltdiode einzusetzen. Und dann bekommt man richtig, richtig schöne, helle Spike Gaps raus. Also richtig weiß, weiß, leuchtend, explodierend, unbeschreiblich. Ich werde es dann mal versuchen rauszufinden. Für seine ersten Tests hat er hier so eine Diode aus einer Mikrowelle genommen. Ja, jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass ich meine Mikrowelle auseinandernehmen muss. Aber glücklicherweise braucht man nicht unbedingt so eine Hochvoltdiode aus der Mikrowelle. Dann kann ich meine zusammenlassen. Ich meine, die geht zwar sowieso nicht mehr, aber man kann sich ja aus mehreren Einzeldioden eine richtig fette zusammenbasteln. Ja. Und das werde ich jetzt mal machen. Da und da. Genau. Immer schön in Reihe. Dann passt es. 25 Stück müssten reichen. Ne? Pro Stück 4700 Dioden sind es. Pro Stück 1000 Volt. 25 davon in Reihe sind wir bei 25.000 Volt. Müsste eigentlich ausreichen für meine Zündspulen. Bin auch gespannt, was das wird. Ja, das hier ist irgendwie die Entladungskurve von diesen normalen CDI-Zündspulen. Ihr seht, da bewegen wir uns im 0,15 bis 0,20 Ampere-Bereich, aber natürlich über eine ziemlich lange Zeit in Mikrosekunden gesehen. Ne? Ja, und hier haben wir dann das komprimierte, die komprimierte Entladung. Ne? In der Industrie wird es übrigens Plasma-Jet-Ignition genannt. Plasma-Jet-Zündung sozusagen. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz hohe Stromstärke, also so bis zu 120 Ampere geht es hier, ne? So richtige Ampere. Allerdings in einer übelst kurzen Zeit. Ne? Im Gegensatz dazu. Na, wollen wir mal sehen, ob diese riesengroße Diodenbrücke, dieses riesengroße Diodenmonster überhaupt irgendwas bringt. Ja, ich habe wieder meine ganz konventionelle Beschaltung so rum genommen. Ja, ganz normal. Plus von der Zündspule. Ja, das ist eine doppelte Zündspule. Ihr wisst ja, hier unten sind Zweier drin. Einmal, zweimal. Ja, zweimal Plus, einmal Minus in der Mitte. In Plus holen wir uns vom Plus von der Batterie-Eingang. Und den Minus holen wir uns vom Transistorgehäuse. Hier ist der Minus dann dran, das weiße Kabel. Ja, das habe ich diesmal als Aufoszillierungsspule genommen. Ne? Muss man nicht jedes Mal einen Bedini-Motor nehmen, geht auch mit Luftspule. Hauptsache nur bifilar gewickelt, wisst ihr ja.
Am Verbraucher habe ich das komische Gerät, das hat noch keinen Sinn. Ich wollte es halt nur mal zeigen. Ja, jetzt geht es aber erstmal um die Spark Caps hier, ne? Okay, so, das haben wir angeschlossen. Mal gucken, was es sagt. Aha. Überspannungslämpchen kommt wie Sau. Aber hier drin tut sich noch nichts, ne? Noch keine Spark Gaps. Okay. Dann wollen wir jetzt mal unsere Dioden anschließen. Ja, soweit jetzt der Aufbau. Alles andere so gelassen, außer dass ich zwischen dem Plus vom Eingang von der Zündspule und dem positiven Hochvoltausgang, hier kommt er raus, ne? Hier kommt er raus. Also einer von den vieren, hier gehen vier raus. Ich kann dann noch, werde ich auch machen, nochmal vier solche Dinger basteln. Und dann in der Richtung da, so rum sind die ganzen Dioden von der Richtung her angeschlossen, weil bei mir dürfte es dann so sein, dass hier ein positives, also dass hier eine positive Hochspannung rauskommt. Da soll es nämlich auch Zündspulen geben, wo dann hier eine negative Hochspannung rauskommt. Da muss man dann die Dioden einfach nur umdrehen. Ja, okay, wir wollen ja wissen, ob es funktioniert, ne? Okay. Wow. Das klappt wirklich wie Sau. Schön! Freut mich. Wieder ein kleiner Schritt weiter. Coole Sache, das mit diesen Zündspulengeheimnissen. Ja, vorhin habe ich schon mal versucht, die Stromaufnahme zu messen. Bloß leider, reagiert das komplette System dann ganz anders, wenn ich so ein Messgerät mit drin hängen habe. Ah, gut. Ihr habt ja auch noch dann irgendwie irgendwas zu tun, ne? Denke ich mal. Viel Spaß beim Basteln.